Wir befinden uns im sechsten Stockwerk. Geh mal kurz hier raus. Hier sehen wir auch nochmal Agent Ray. Können wir denn mit dir irgendwie was vielleicht? Nö, wir können ins Zimmer, wir können auch hier ja, rumlaufen, aber wir können noch nichts machen. Können wir denn hier? Oh, vielleicht müssen wir den irgendwie erschrecken. Okay. Must have faulty wiring. If I zap that, someone might notice and get suspicious. Was war das denn jetzt? Ist der gerade explodiert? That poor man. I've got to help okay. Hello, Acme Maintenance. It's the Edmund Abu Hotel. We've got an emergency Abu right now. What do you mean you're not available tonight, Abu? You're supposed to be a 24-hour service arena, Abu. Where will I find someone else, Abu, at this hour? Huh. Well, maybe I imagined it. Okay, hier muss also irgendwas noch passieren, damit der 24-Stunden-Service Zeit hat, denke ich mal. Dann lass mal dich mal hier stehen und wir gehen mal weiter mit der Agent Ray. Und wir haben ja noch jede Menge Orte auf der Karte abzulaufen. Hey, und wir haben so viele Inventargegenstände. Ich habe keine Ahnung, was mit diesen allen zu machen ist. Dann schauen wir uns mal die anderen Orte an. Gibt ja noch relativ viel zu tun. So, wir sind jetzt hier beim Hotel. Hier ist Thimbleweed. Hier gibt es den Zirkus, einen Radiosender, eine verlassene Fabrik, Wanderweg und Edmund Menschen. Wir gehen hier mal einfach alle drei nach durch. Im alten Zirkus, da werden wir wahrscheinlich auch auf Ransom, den Clown, treffen. Schild. Tickets, 25 Cent. Brauchen wir hier schon wieder irgendwie Kohle oder so? Wir haben einen Bär. Clownshupe. It looks like a circus clown horn. Ist das denn hier oben? I remember when those dolls were all the rage. People would wait in line for hours to get one. Und hier geht's wieder weiter. Die Tür wird wahrscheinlich nicht offen sein. It's a rusty old padlock. Na klar. And it's locked. Open up, federal agents. Keep your panties on. I'm coming. Whatever you're selling, I'm not buying. So take your dime store suit and good news pamphlets and stick them where the sun don't shine. Ransom der Clown. Ich hörte, Sie wüssten was über die Leiche bei der Brücke. Ransom the Clown? I heard you know about a body by the bridge. Jeez, no foreplay, Red? You don't beat around the bush, do you? Not my style. You can ask your questions, Toots, but I'm not saying I'll answer. Was wissen Sie über die Leiche am Fluss? What do you know about the body by the river? What body? Earlier this evening, we found a body down by the bridge. We're investigating, and I was told you might have some information for me. Nah, I heard some sirens before, but I figured they were headed for the mansion. That's where most of the f***ed up stuff happens. Welche seltsamen Dinge wissen Sie über das Mansion? What weird stuff do you know about at the mansion? You want to find out about the mansion? You're gonna have to talk to some other idiot. I keep to myself and the town folk leave me the f*** alone, thank you. I'm not about to rock the boat. I don't pay rent here and I can't go anywhere else after my f***ing ex-wife took me for everything I had. Wir haben gehört, Sie kommen nicht gut mit den Ortsansässigen zurecht. We heard you don't get along with the locals. Given my f***ing creepy clown face and penchant for abusive name-calling, it's not made me a popular community figure. No.
But I don't need the validation of these small town losers. I'm Ransom the Clown. I was on the Tonight Show. I'm great. Okay, was wissen Sie über Chuck? What do you know about Chuck? Chuck? As in Chuck, my factory is too good to make toys, Edmund? Didn't know the pompous well myself, but I knew his brother Franklin. Weedy guy. Total scared to stand up to his big brother, even though the family business was in the crapper. Wie haben Sie Franklin Edmund kennengelernt? How do you know Franklin Edmund? We were supposed to go into business together. My act was about to go bigger than Jesus. I was a hit on the Tonight Show. I was on my way to the top, so we figured why not cash in with a little merchandising. Franklin wanted to get the pillow factory into making toys, so it seemed like a good fit. Was für Spielzeug wollten Sie mit Franklin zusammen herstellen? What kind of toys were you planning to make with Franklin? Jeez, how do you get by in life without brains or beauty? Isn't it obvious? We were gonna make Ransom the Clown insult dolls. Would have been great if Franklin hadn't bailed on me and gone missing before we signed the contracts. I could have been rich by now if that little toady had grown a backbone. Gehen Sie nicht fort, ich komme wieder. Don't go anywhere. I'll be back. Whatever, Red. Not like I'm going anywhere, but you're not getting inside without a warrant. Oh. Okay, ich drück mal eben die Hupe. Es passiert gar nichts. Schade. Können wir denn das Vorhängeschloss vielleicht selbst öffnen? Bärenabwehr, wir haben... Das sieht jetzt gar nichts hier im Inventar aus, als könnten wir was öffnen. It's a rusty old padlock. I can't open it. Maybe if I bang on the gate, someone will open it. Open up. Wir probieren es nochmal. Ach, jetzt kommt er gar nicht mehr. Vorhängeschloss. It's a rusty old padlock. And it's locked. Können wir denn hier vielleicht den Augenzauber drauf verwenden? Oh. Oh no. Oh. Why am I so cynical? Was ist denn jetzt los? I just want to be successful and have the other agents like me. Well, I feel better. Okay, Erics Augenzauber haben wohl Nebenwirkungen. It's a bottle of Erics Eye Magic Special Drops. The label says, restores your vision with a soothing river of tears. Side effects may invoke painful memories. Kann böse Erinnerungen zurückbringen. Ja, gut. Der Reisepass, das ist der, den wir gefunden haben. Im Hotelzimmer. Wir gehen mal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was. Wir haben den Radiosender hier. Hier ist der KSCU-M. Okay, Phonetron und ein Funkturm. Schau mal, ob jemand zu Hause ist. Wake up, people! The government is stealing your right to free will. And now back to our special hostile takeover song. Okay. Betrachte Tisch. Dust on it. And a message. No one's taking my desk or anything else in here. I have glue. CS. Können wir den nehmen, den Tisch? I can't. Glued to the floor. Eine Lavalampe. Ridiculous. I can't. It's been glued to alles festgeklebt. Eine Playlist. Interesting playlist. Tuna Head by Razor and the Scumettes. Then Tuna Head by Razor and the Scumettes. Followed by Tuna Head okay. by Razor and the Scumettes. And ja, ja, ja. I can't. It alles festgeklebt disgusting. Hier. Looks like it was repaired with glue. Or no way. It's a music poster. Was steht hier? Boogie Down. I can't.
It's been glued to the wall. It's locked and bolted from the inside. Huh. It's locked and bolted from the inside. Looks like the radio station is on the air. I can't push that. That doesn't seem to work. So hier kommen wir offenbar auch nicht rein. Vielleicht müssen wir hier draußen den Strom einfach nur abstellen. Oh, Phonetron ist das. Kein Stromgenerator. It says Phonetron 3000 for when you need to handle hundreds of phone calls. I can't open that. I can't push that. I can't pull that. There's nothing to use here except maybe that tube. Die Röhre. It's stuck. Na klar. I can't push that. Kann man nicht nehmen. Wir gehen mal zum Funkturm. That's the radio broadcast tower. Und nach oben geht's. Am I climbing that? I'm afraid of heights. Müssen wir hier vielleicht mit Agent Race hergehen? Ach, und wir können jetzt auch zu Ransom gehen, Mensch. Okay, also erstmal hier. Geh du mal hierher. Vielleicht klettert er hoch. No way am I auch nicht. That. Mist. I'm afraid of heights. Na super. Dann geht's wieder zurück. Wir grasen jetzt einfach erstmal alles ganz oberflächlich ab. Vielleicht ergibt sich da von selbst was. Und ja, später dann schauen wir uns an, was wir noch machen können. Eine verlassene Fabrik. Das wird wohl die Pillow Factory sein, oder? The future used to be a wonderful thing. Nur für Mitarbeiter der Pillowtronics Fabrik, Sperrgebiet auf Anordnung der Safely First Savings, Warnung baufällig. Looks dangerous. Foreclosed by order of Safely First Savings. And in small print. For inquiries, contact Safely First Savings, probate executor of this property. Hm. It's a locked gate. Ja, da könntest du doch eigentlich drüber steigen, oder? Oh. Ist da was dazugekommen jetzt, oder? Gehe und rede mit Ransom, dem Clown. Das haben wir ja bereits gemacht. Mit Dolores, die wird in Menschen sein. Okay. Aber hier können wir offenbar auch nicht rein. I can't push that. Pulling on the padlock isn't opening it. Aber du könntest doch einfach nur drüber steigen. Hm. Schade. Wir gehen weiter zum Wanderweg. Und eine Pfütze. It's a puddle full of water. Der Pizzaman. It's a puddle full of muddy water. Geheimnisvoller Waldweg. Oh Gott, da brauchen wir wieder wahrscheinlich irgendwie einen Plan. Eieiei. Da brauchen wir wieder einen Plan. Und wir sind wieder da. Kommt der Pizzamann vielleicht nochmal, wenn wir hier die Pfütze anschauen? It's a puddle full of muddy water. Ah, leider nicht. Tee, was können wir denn in die Pfütze werfen? Bärenabwehr? Ugh, nein. Smells awful. Können wir denn die Thunfischdose mit dem Bärenabwehrmittel? Nö, okay. Back you go. Wir haben noch einen Punkt und zwar Edmund Mansion Mansion. Und das kommt uns ja schon etwas bekannt vor hier. Wir öffnen mal den fremden Briefkasten. Hier ist natürlich nichts drin. Looks like a really big tube. Die Röhre können wir auch nicht nehmen. It's stuck. Na klar, wie immer. Ein Tor. 58, 58. Where have I heard that address before? Ich habe keine Ahnung.
58, 58. Ich schreibe es mir mal auf. Vielleicht brauchen wir das später auch nochmal. Wahrscheinlich aber nicht. Landstraße, Benzinkanister und Holzstapel. It's very dry firewood. Wir nehmen den Holzstapel. No, thanks. Nein. I'm a log lady. Oder den Benzinkanister. Den Benzinkanister nimmt sie mit, das ist schön. Okay, nur für Kettensägen. Und wir klingeln einfach mal an der Vordertür. Better ring the doorbell. Hello, how can I help you? Federal agent. Nehmt ihr Kids da irgendwelche Drogen? Are you kids doing drugs in here? I'm sorry, this isn't a good time to chat. So, if you'll excuse me, I need to talk to my sister about the will reading before heading out. She's waiting for me in the library. Well, okay. Just don't leave town. Das war's jetzt. Ich probier's nochmal. Better ring the doorbell. I really can't talk right now. Still dealing with family issues. Maybe you can come back later. Okay then. I'll be back. I'll be back. Ja, können wir auch nichts machen. Hier liegt noch ein Stabkorn. Aber wir haben wieder einen Punkt erfüllt, oder? Geh und rede mit Dolores. Okay, wir müssen uns wohl zuerst hier um diese Sachen kümmern. Eine Analyse des Fingertrons. Wir könnten auch gleich noch mit Ransom den Clown spielen. Der ist ja jetzt auch freigeschaltet. Probieren wir die. Oh, und wir können auch mit Dolores spielen. Eieieiei. Okay, alles der Reihe nach. Keine Hektik. Was hat er denn zu tun? Sorgt dafür, dass mich alle in der Stadt hassen. Das haben wir ja gut gemacht. Dann füttere wen? Lil Beeper. Hol das Paket vom Postamt. Versuch mal wieder das Make-up loszuwerden. Besorg den Schlüssel für das Fabriktor. Ich hasse mein Leben und piep dich, wenn du diesen Zettel findest und liest. Aber wir können doch gar nicht hier den Ort verlassen. Wie können wir denn dann... vielleicht ist der Schlüssel irgendwo hier. Den müssen wir dann übergeben. Aber wie sollen wir denn ein Paket vom Postamt holen, wenn wir nicht rauskommen? Ein Poster, mal wieder. Können wir jetzt wieder alles machen? Diesmal brauchen wir keinen Code mehr. Wir haben hier ein Buch. Das Witzebuch. Und eine Seite. Naja, das war ja klar. Die Seite verschwindet und fliegt irgendwo unerreichbar hin. Okay. Sieht ja alles ein bisschen ramponiert aus. Finde die Seite aus dem Witzebuch. Okay. Können wir denn im Witzebuch mal schauen? Wir müssen also die kombinieren. Got the page stuck back into the joke. Got the page stuck back into the. Got the page stuck back into the joke book. Und noch eine Seite fehlt. Eine Rechtsanwaltskarte. It's my next lawyer's business card. Brent Bailiwick JD. Legal problems? We'll screw them for you. I'm in the phone book. He definitely screwed me. Den könnten wir dann auch mal anrufen. Gehe zu vergammeltem Essen. That slop tasted like crap when I made it last week. Maybe it's gotten better with age. The fly larva crawling all over it seemed to think so. Mhm. No thanks. Better leave it where it is. Ein Comicbuch. It's a Ransom the Clown comic. Issue number one. Wir können hier immer alles mitnehmen oder fast alles. Look out, it's Ransom the Insult Clown. Buy my beeping book. Hey, beep faces, beep all of you. Okay, können wir hier... Oh, können wir nicht umblättern? Oh.
Schade. That's a rare first edition of my fantastic comic book. Nutze Bett. It's nowhere near my bedtime. Ein Spiegel. Wir probieren mal wieder das Make-up abzuwischen. Well, at least I've tried. Ja. Das heißt, ja, wir haben wieder einen Punkt erfüllt und wir haben hier ein Loch. Looks like a rat hole. Ein Rattenloch. Looks like a rat hole. I can't push that. I can't pull that. Können wir dem irgendwas geben? Wasserhahn. I miss my housekeeper. Wenigstens der funktioniert noch. Eine Postnachricht. It's an attempted delivery notice. Ah. Oh. Zustellungsversuchsnachricht. Package held at Thimbleweed Park Post Office for Ransom the Clown. I'm not gonna search the circus for you, Ransom. George the Postman. Well, you, Georgie, you lazy. Das heißt, wir müssen vielleicht, das probieren wir dann gleich mal, mit einem anderen Charakter hierher gehen, müssen den die Nachricht mitnehmen, müssen das Paket holen und wieder hierher bringen. Liegt hier eine Unterhose? Ja. My official Ransom the Clown underwear. Haven't had time to wash them yet. Always time to do laundry later. Eine gerichtliche Anordnung. It's a stack of eviction notices. Like that sheriff is really gonna drag me to court. I scare the crap out of him. Und eine Zwangsräumungsanweisung. That's just my eviction notice from 5 years ago. Every time that sheriff tries to kick me out, I give him hell, and he's afraid to come back. I'll just leave it where it is. That way I can laugh at the sheriff whenever I feel like crap. I don't want to take this with me. It's fine where it is. Eine Mikrowelle. Oh, wer ist da? Ein Hamster in der Mikrowelle. Oh nein. Okay, alle Kinder jetzt bitte mal wegschauen. Wir probieren mal was. It's broken. But what kind of crazy would microwave a hamster? Not even I would stoop that low. Natürlich nicht, wir nehmen den Hamster mit. He's pretty vicious. He'd even bite me if I picked him up. He's probably hungry. Haven't fed him in a few days. Lil Beeper braucht also was zum Essen. Kühlschrank vielleicht? Ein Käse. Und das war's aber auch. Und ein Loch. Können wir denn hier vielleicht den Käse hierherstellen? Ein Staubkorn liegt hier noch. Hier ist auch noch mein Loch. Vielleicht sollten wir es da mal probieren. Ich gehe mal eben raus. Nö, ist immer noch da. Nutze ranziger Käse auf Loch. Hört sich irgendwie falsch an. Wir gehen nochmal raus. Und nochmal rein. Der ranzige Käse ist immer noch da. Ich lasse dann den mal links hier liegen. Vielleicht dauert es auch nur ein bisschen länger. Und wir schauen uns hier mal um. Ein Trampolin. It's my old trampoline. Brings back memories. I need to be higher to jump on it. Wie höher? Hä? Du kannst doch hier hoch. I need to be higher to jump on it. Muss ich hier irgendwo hochsteigen? Na gut, ja, wir schauen uns beim nächsten Mal weiter mit Ransom den Clown um. Ich denke mal, da haben wir noch einiges zu tun. Bis gleich.